Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Life is Strange 2, Episode 5, Wolves. Und ja, wir haben im letzten Part ein Gespräch mit der guten Karen gehabt, dass er nicht so schön war, denn wir müssen... Ja, aber sowas von, mach ich auf jeden Fall, keine Sorge. Dass wir Away leider wieder verlassen müssen, denn das FBI ist uns auf der Spur. Nach Haven Point fangen sie langsam an, unsere Spur wieder aufnehmen zu können. Und Karen hat ein großes Opfer, oder möchte ein großes Opfer vollbringen. Und zwar möchte sie sich der Polizei stellen, damit wir einen Vorsprung haben. Be weird to be back on the road with Daniel after all this time in a community. Das ist echt, oh Mann. Wir hatten ja auch ihr einen Brief geschrieben kurz am Ende des letzten Partes und ja, wir sollen zu David gehen, ich weiß, aber wir gehen erstmal zu Arthur und Stanley und generell zu allen. Wish I could be as cool and as wise as these guys when I get older. Same. I came by to say adios. We're taking off today. No, you're not. Really? Everything okay? Yeah, just time to go. Well, shit. Wish you and Daniel could stay longer. Yeah, but it's too risky. Especially for all of you. We all took a risk moving here. Look, we can hide you from the cops. Not these ones. They want my ass. It's better if we leave now. Sean, I won't drag this out and get bitter. Besides, you and Daniel will be back to visit, right? We'll try. I'm glad this place will be our last US memory. You True. And your little brother will always have friends here. And a home. Okay, I'm done babbling. I just take my eyes. I know you're both gonna have a great life in Mexico. You better. We're gonna make it work. Shit, I'm gonna miss you guys. Mm-hmm. Take care. You hear? Watch out for Daniel. He needs you. Be safe. And send us a postcard to the beach. Ich kenne sie erst so kurz, aber ich vermisse sie jetzt schon. Oh Mann. Tschüss. Can't wrap my head around those two leaving. That's just unfair. Please don't let the cops come looking for us out here. Yeah. It wasn't forever, honey. They have their own way to go. Wir würden echt gern hier bleiben, aber wir können halt nicht. Oh Mann. Now that's some real patriots. Maybe. Hm? Yeah. That's cool. It'll cheer me up. Warum geht's? Was würde ich aufmuntern? Schade, hätte ich gerne mitbekommen. Think it'll take months to cure my addiction to Arthur's spicy honey ribs. Ach Mann. Das ist echt kacke. Love the energy out here. With everyone building stuff as they please. So long for barbecue and movie nights. Karen and Joanne spend evenings playing and chatting. Kinda like me and Lila. Back in the day. Joanne's the first real artist I've met. I'm glad I could learn from her. Okay, okay, that's good. Hallo ihr beiden. Hey, what's going on? I'm taking a look at this baby with hindsight. So, what do you think? Ich find's einfach cool. It's very cool. I can totally tell what you're doing.
Good. That makes one of us. But I like it. Of course, you, Daniel, you did inspire me. I love it. So, you guys leaving now? Yeah. Just wanted to say goodbye. Ah, that's sweet. You're so sweet. Your brother is so sweet. Having you boys around was the sweetest thing. This is for all your help. Really? Whoa. That's great. Das ist echt super cool. Do I get anything? Your name is on a way bigger sculpture. For everyone to see. That's true. I didn't think about that. Yeah, your brother needed a little something to remind him of the artist inside. Wicked. Okay. One big hug. And get out of here before we all start crying like babies. Thank you, Joanne, for everything. Just please take care of yourself. And my special apprentice. No worries. We always do. Mom. Hey. Ja, das ist okay super. If I hang out a bit longer? If it's okay with her. Oh, are you kidding? I need more help. So long, Sean. Don't be a stranger. Never. I'll miss you so much, Joanne. I know, sweetie. I'll miss you too. I had so much fun and inspiration building all these things with you. Me too. It's the first time I use my power to actually build something. I usually just use it because I have to. Hey, don't worry. Sure, we'll get another chance to work together once you're settled. Yeah, I hope so. I miss those bus trips with Lila and the guys. What's the story with this one? Gute Frage. That's cool. Joanne trusted me to help build her sculpture. Ich finde das sieht immer noch super cool aus. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal zu David, ne? Mal schauen, was er jetzt von uns möchte. Aber können wir noch mal mit ihr reden? Vielleicht? Ja. Hey. Oh. Need any help? Just checking out the levels and cleaning up the filters. I didn't know you were such a gearhead. Oh, Sean. This is basic car maintenance, and I may not be a pro like your father was, but I got some solid skills. I have to, out here. Yeah, sorry. I'm the newbie. I never really got into cars and stuff. Esteban was obsessed with his engines. That doesn't mean you had to be too. Yeah. He only wanted me to find my own way. Whatever that was. Wish I had more time. Listen, Esteban loved you and Daniel for exactly who you are. He would be proud that you're going back to his homeland today. Wish he was here with us. It's bullshit that we get to see Puerto Lobos, but he doesn't. I know. But Esteban is still with you. And he always wanted you and Daniel to see where he came from. I don't know anything about Mexico. It's scary. Sean, you're carrying the weight of two people on your shoulders now. It's okay to be nervous. I'm just tired of running, of causing trouble everywhere we go. Daniel's power is overwhelming, and we don't know where it comes from. But you do know your brother. You'll be there for each other. I just want to get this shit over with, so we can start over. If we can. Your brother sure isn't a little kid anymore.
He had to grow up too fast. Hmm. He wants to be equals. And you guys are gonna have to work together. He may even help you make it. Maybe you're right. You'll figure it out, like you always do. Okay. Better get back to my tune-up. Hey, don't forget to see David. I will. No, I won't. Ach, Mann. Ganze Kacke hier. Joannes Geschenk. Joanne glaubt wirklich an meine Kunst. Das treibt mich an, weiterzuzeichnen. We won't be leaving anything behind. This time. Na. Everyone hooked us up from their own stocks. No. I love them. Ach man, ich kenne die ganzen Leute hier erst seit so kurzem, aber sie sind alle so großartig. Was ist das hier? I hope the UFOs are listening. Obwohl David hier genauso einen Kontrollwahn hat, wie er in der ersten Staffel von Life is Strange hatte. Oder ob sich das inzwischen gebessert hat. Okay, dude. Don't forget about. Ja, ich will nur kurz gucken, ob ich noch irgendwas besonders machen kann. Vielleicht nochmal zeichnen oder so. Oder will er vielleicht irgendwas Besonderes sagen? Now I can see why Karen likes it out here. It just took a while. So, das hatten wir schon, ne? She really doesn't want to be a part of society. Ja, schon. Except just this tiny one. Okay, dann gehen wir zu David. Mal gucken, was er noch zu sagen hat. Hier, das ist mir nämlich direkt aufgefallen, als ich hier angekommen bin. Dieses Pappschild von Chloe. Hallo. Sean. Hey. Karen said you wanted to see me? Yeah, but go grab that police scanner inside first. I gotta put these new plates on the car. Sure. I'm on it. I'll join you when I'm done. Oh, David hat ein Tattoo auf der Brust. Das fällt mir auch jetzt gerade auf. Oh, Speisekarte. Oh nein, das Tool ist deiner. That must have been the best meal ever. To frame it on the wall. Oh mein Gott. You are kidding. Und davon ist ein Foto mit Joyce. Und Chloe. Oh mein Gott. Must be his wife. Time's taking a serious toll on him since this. Poor guy. Oh mein Gott, ich komme nicht drauf klar, Alter. Oh, ich finde das gerade so cool, dass sie einfach David hier eingebaut haben. Und wirklich so viel Zeug, was. Oh. Arthur said David could fix anything. He hopes. Oh mein Gott. They look cool. I wonder which one is his daughter. Chloe und Max. Oh mein Gott, ich bin gerade einfach, ich bin so begeistert, dass sie ihn hier reingebracht haben. Das finde ich gerade so cool. Didn't think David had a taste for the arts. Oh mein Gott, ist das so cool, dass sie hier reingebracht haben. Yep. David is ready for that. Apocalypse. Or whatever. Ah, oh, ist das cool. Blödes Jagdfoto. Yeah. Me and David won't be sharing any playlist. Schick. Schick, schick. Boah, ich finde das so cool, dass sie das hier eingebaut haben, ne? Ich komme nicht drauf klar. Damn. I see why David ended up out here. He still was a hero.
Ah, Madsen hieß er, stimmt. Ich hatte im letzten Part vergessen, wie er mit Nachnamen ist. Es tut mir so leid, David, ne? David Madsen natürlich. Also Chloe und Joyce hieß natürlich Price mit Nachnamen. Und das, ja. Okay, sehr geehrter Herr Madsen, es tut mir sehr leid, dass dies so spät kommt, aber ich habe die falsche Postfachadresse auf dem Umschlag und der Brief kam zurück. Hoffentlich findet dieser Brief Sie. Ich bin froh, dass Sie Acadia Bay verlassen haben, oder was davon übrig ist. Ich bin jetzt in Therapie, was hilft, aber habe immer noch Albträume, dass Max und Chloe ihnen Gesellschaft leisten. Die beiden sind ein gutes Team. Achso, hä? Ich habe immer noch Albträume? Ich hoffe, dass Max und Chloe ihnen Gesellschaft leisten. So, das macht Sinn. Ist das Victoria? Ich bin immer noch in Seattle und kümmere mich um die Galerie meiner Eltern. Ihre Partnerin Jessica ist großartig. Sie hat alles im Griff. Das Testament ist chaotisch. Aber mir wird es gut gehen. Es ist schwer, darüber hinwegzukommen, dass ich Mark Jeffers in gewisser Weise mein Leben verdanke, weil er mich in seinen verfluchten Bunker warf. Ich habe ständig sein gruseliges Gesicht vor Augen. Doch dann sehe ich sie, wie sie mich retten. Ich werde mich wahrscheinlich den Rest meines Lebens bei ihnen bedanken. Bitte bleiben Sie in Verbindung. Ich werde noch eine Weile unter dieser Adresse leben und lassen Sie mich wissen, falls ich Ihnen bei irgendwas helfen kann. Alles Gute, Victoria Chase. Alter, es ist ja unfassbar. Ich komme immer noch nicht drauf klar gerade, ne? Es ist ja fantastisch. Aber ja, Max und Chloe leben natürlich beide. Also Max sowieso, aber Chloe auch. Und Victoria lebt natürlich auch. Die war ja im Darkroom zusammen. Also, ich hoffe, ich spoile jetzt hier gerade niemanden, aber... Wenn doch, dann tut's mir leid. Nur, ja. Ist der zweite Teil, also spielt den ersten Teil, bevor ihr sowas guckt hier. krass, ey. Victoria klingt ganz anders, als sie uns gegenübergetreten ist. Krass, ey. Mark Jefferson, Alter. Der Typ, puh. As if money could make up for everything he's lost. Sehr geehrter Herr Madsen, beigefügt sind ihren neuesten Einzahlungsbeleg von der Stadt Acadia Bay, wie im Schadensersatzausgleich verhandelt. Bitte stellen Sie sicher, dass der Betrag korrekt ist und dass Ihre Bank die letzten Einzahlungen erhalten hat. Falls Sie Fragen haben sollten, kontaktieren Sie uns bitte von Montag bis Freitag von 8 bis 17 Uhr. Mit freundlichen Grüßen, Darren Barr, Beauftragter, Glen Rose Versicherung, Portland, Oregon. Aber interessant, ne? Hätte man, ich habe ja eigentlich Chloe geopfert statt Acadia Bay. Ich habe mich ja, wie gesagt, am Anfang vertan beim Einstellen und danach alles nachzuspielen wegen dieser einen Sache. Wäre ein bisschen blöd gewesen. Aber interessant. Es scheinen ja ziemlich viele Leute überlebt zu haben, das damals bei Acadia Bay. Aber Joyce ist gestorben. Und hätte man das andersrum gemacht, wäre Chloe gestorben. Also so oder so wäre immer ein Familienmitglied von ihm gestorben. Das ist schon hartes Leben, wirklich. Also das ist schon echt scheiße. Aber gut. Gut, man hätte eigentlich sogar denken können, dass... Also, wenn man sich an die Endszene von Life is Strange 1 erinnert, da sagt Chloe ja, ich werde meine Mutter nicht in einem verdammten Diner sterben lassen. Und naja, jetzt ist sie halt in dem verdammten Diner gestorben. In dem Two Whales Diner, wie wir da vorne ja hängen haben. Deswegen steht er auch natürlich logischerweise, hat er das eingerahmt. Wonder where David got this police scanner. Oder hat einiges gehabt. Das kannst du mir glauben, mein Lieber. Okay. How does this thing work? Okay. Only got to search between 140 and 160. Okay. Testing. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
Nothing there. That was another classic from the good times. Okay. Weiter geht's. That's all I'm saying, folks. But back to the caller. Doesn't sound like cops. Nothing there. Wahrscheinlich 160 oder so. Oh, oder so. Is this it? Ja. Now we can spy on the cops all the way to Mexico. Nice. You big rebel. Müssen wir vielleicht angucken direkt? Nee, okay, gut. Aber ich würde sagen, ich mache erstmal einen Cut und wir sehen uns im nächsten Part wieder von Life is Strange 2, Episode 5, Wolves. Und ja, dann werden wir wahrscheinlich den Weg zur mexikanischen Grenze antreten. Und dann mal schauen, wie weit wir kommen. Ja, und ich würde sagen, ciao.